Von Kärnten aus schauen wir jetzt in die Steiermark, ins Hügelland von Vorau. Schaut ja gemütlich aus im Sommer, aber eigentlich viel spannender ist das, was sich unter diesen Hügeln befindet. Wir haben seit einigen Jahren Dr. Heinrich Kusch auf seinen Forschungen begleitet, ist ein Höhlenforscher. Und der weiß, dass es unterhalb von Vorau in dieser Gegend hunderte unterirdische Gänge gibt, die einige Rätsel aufgeben. In der Klosterneuburger Altstadt geht Dr. Heinrich Kusch auf unterirdischen Gängen. Teilweise wurden die in den letzten Jahrhunderten zugeschüttet. Einige sind aber revitalisiert worden. Und genau so eine Anlage befindet sich unter diesem 8500 Jahre alten Einstiegsloch. Zeitlich befinden wir uns hier im Neolithikum, der Jungsteinzeit. Vor 10 Jahren noch war dieser Keller bis oben hin zur Decke mit Schlamm und Geröll befüllt. Wir befinden uns hier in der 12-Apostel-Zeche, die schon seit mehr als 8000 Jahren wahrscheinlich vom Menschen aufgesucht wurde und in Verwendung stand. Später, also nachweisbar in der Römerzeit, die Römer hatten hier also die Gewölbe ausgebaut und hatten eine Fußbodenheizung herein verlegt in diese unterirdischen Anlagen. Und später im Mittelalter wurde das dann auch noch benutzt von einem Orden. Im 16. Jahrhundert wurde dieser Betkeller der Urchristen im Zuge der Inquisition auf Anweisung der katholischen Kirche gänzlich mit Schlamm befüllt. Ein Schreiben von 1580 belegt dies. Hier eine Kopie des Dokuments. Man muss etwas entdeckt haben in diesen Gängen, das so gravierend war, dass man eben versucht hat, hier, also, wie man so schön sagt, den Mantel des Schweigens darüber auszubreiten. Kann es sein, dass die Gänge oder die Anlagen zu kultischen Zwecken, zu heidnischen Zwecken verwendet worden sind? Das wäre möglich, ja, weil das wäre die einzige auch vernünftige Erklärung für die Aktivität der Kirche hier in diesen unterirdischen Anlagen. Die wohl rätselhafteste Anlage Österreichs befindet sich neben einer Landstraße. Ihr von Menschenhand behauener Eingangsbereich wurde mit 20.300 Jahren datiert. Schwieriger zu deuten wird es im ca. 100 Meter langen Gang. Er wurde all die Meter mit einer unfassbaren Präzision und Gleichmäßigkeit errichtet. Das Besondere an diesem Gang ist, dass wir hier Schremmspuren haben. Schremmspuren, die mit großer Wahrscheinlichkeit von Maschinen gemacht sind. Das wissen wir deshalb, weil wir kleinste Partikeln aus diesen Schremmspuren herausgeholt haben und gesehen haben, also dass hier speziell in diesen Schremmspuren Verglasungen vorhanden sind. Verglasungen entstehen, wenn das Gneisgestein mit einer Temperatur von über 1200 Grad bearbeitet wird, sodass die Quarzkristalle schmelzen. Auch das weist auf eine maschinelle Verarbeitung hin. Außerdem wurde in den Verglasungen ein Eisenspan gefunden, der von dem Arbeitsgerät stammen könnte. Das ist ebenso rätselhaft, da es Eisen vor 20.000 Jahren noch nicht gegeben hat. Hatten die Menschen damals etwa moderne Maschinen aus Eisen zur Verfügung? Wenn ja, um welches Volk handelt es sich? Spekulationen haben noch keinen Sinn. Bis auf die zeitliche Datierung von 20.300 Jahren wissen wir noch nichts. Eins ist sicher, wir kratzen hier erst an der Oberfläche der Wahrheit.